Hey, Vincent hier und heute zeige ich dir das für mich beste Stream Deck Plugin, was fast alles kann. Deine Fenster neu anordnen, PDF-Dateien zusammenfügen, Dateien zu JPEGs oder PNGs wandeln, Screenshots aufnehmen, Sprachen übersetzen und vieles, vieles mehr. Falls du das Stream Deck noch nicht kennst, schau dir gerne mein Video dazu an. Das verlinke ich in der Videobeschreibung. Kurz zusammengefasst ist das Stream Deck ein kleiner Controller, mit dem man Kurzbefehle per Knopfdruck ausführen kann. Es gibt standardmäßig Funktionen wie Shortcuts oder das Öffnen von Programmen, die bereits installiert sind. Darüber hinaus gibt es aber hunderte Plugins, die man zusätzlich herunterladen kann. Wenn du die Stream Deck Software geöffnet hast, kannst du hier oben auf dieses Symbol klicken und dann öffnet sich der Store in einem neuen Fenster. Danach einfach auf Plugins klicken und in der Suchleiste Windows Cockpit angeben. Jetzt klickst du auf Installieren, wartest kurz, bis es fertig geladen hat und schließt dann das Fenster wieder. Jetzt findest du das Plugin in deinen nutzbaren Funktionen hier auf der rechten Seite wieder. Bei mir ist das unter Benutzer definiert, man kann aber Windows Cockpit auch in der Suchleiste eingeben. Jetzt ziehst du die Funktion in dein Stream Deck per Drag and Drop an die gewünschte Stelle. Ich habe einfach mal ein neues Profil erstellt. Das kannst du hier oben links machen, einfach auf den Pfeil und dann auf Neues Profil. Und jetzt kommt das Coole. Mit diesem einen Plugin kann man extrem viele unterschiedliche Befehle ausführen. Einfach hier auf Windows Cockpit klicken und die gewünschte Funktion auswählen. Ich scrolle hier mal langsam durch, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie viele Befehle es hier gibt. Ich zeige dir jetzt mal ein paar ausgewählte Funktionen, die ich sehr cool finde. Aber schau am besten selbst mal durch die Liste, was du gebrauchen kannst. Als erstes will ich dir zeigen, dass man ganz schnell Fenster anordnen kann. Auf diesen Knopf hier gedrückt und schon wird das Fenster auf die linke Seite gepackt. Jetzt nehme ich mir noch ein zweites Fenster, drücke wieder auf den Knopf und das Fenster wird an die rechte Seite gepackt. Dann haben wir noch den mittleren Knopf hier. Damit kann man Fenster wieder maximieren. Dann kann man mit dem Plugin noch per Knopfdruck PDF-Dateien entweder zusammenfügen oder auseinanderschneiden. Das zeige ich dir gerade mal hier. Ich habe hier meine Test-PDF-Datei. Dann klicke ich einfach auf diesen Knopf und schon wurde innerhalb von wenigen Sekunden aus der einen PDF-Datei 9 unterschiedliche PDF-Dateien bestehend aus den verschiedenen Seiten. Das gleiche können wir rückgängig machen bzw. PDF-Dateien zusammenfügen. Jetzt markiere ich die einfach alle mal und klicke auf diesen Knopf hier. Und schon wurde die wieder zusammengefügt. Dann kann man noch aus bestimmten Dateien per Knopfdruck eine JPG oder eine PNG-Datei machen. Ich habe hier beispielsweise mal eine PNG-Datei, da klicke ich mal drauf und dann auf JPEG und schon wurde das gleiche Bild in eine JPEG-Datei umgewandelt. Und das kann super praktisch sein, wenn man ein bestimmtes Format hochladen muss und das gerade eben aber nicht zur Hand hat, kann man das per Knopfdruck einfach umwandeln. Was man auch immer gebrauchen kann, ist ein Screenshot. Ich mache täglich relativ viele Screenshots und da ist natürlich so ein Shortcut sehr, sehr praktisch. Es gibt hier zwei verschiedene Arten von Screenshots, entweder ja den vollen Bildschirm oder eben nur einen Ausschnitt. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf und dann sage ich, ich will das hier markieren und schon habe ich einen Screenshot gemacht. Super einfach. Mit diesem Knopf kann man ein Emoji-Panel anzeigen lassen. Das sieht dann so aus. Hiermit kann man ganz schnell Sticky Notes erstellen. Das kann auch immer super praktisch sein. Mit dem Knopf kann man die Lautstärke auf 0 setzen. Das ist ganz spannend, damit kann man eine Google-Suche machen. Dafür öffne ich mal eine Word-Datei, um dir das zu zeigen. Wenn man einen Text markiert und dann auf diesen Knopf drückt, dann geht automatisch ein Browserfenster auf mit genau dieser Suche. Und was ich auch noch mega hilfreich finde, ist eine direkte Übersetzungsfunktion. Dafür markieren wir wieder hier einen beliebigen Text, klicken auf den Knopf. Und dann wird automatischer Text übersetzt und an der Stelle eingesetzt. Das waren jetzt nur mal ein paar Möglichkeiten, was Windows Cockpit alles kann. Ich bin mir sicher, da wird auch was für dich dabei sein. Wenn du in Zukunft öfter mal Videos über die verschiedenen Möglichkeiten von dem Stream Deck sehen willst, dann schreib es doch sehr gerne in die Kommentare. Und auch wenn du andere coole Plugins kennst, einfach gerne unten reinschreiben. Und wenn du jetzt noch 3 sehr coole Chrome-Erweiterungen kennenlernen willst, die im Homeoffice super praktisch sind, dann klick doch einfach hier und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Gute!